Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Disterra. Zusammen mit Jule, die da vorne wieder Bären und Elche kloppen geht oder so. Ja, hi, grüße euch. Schönen guten Tag. So, es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Oh ja. Neue Aufnahmesession gerade gestartet. Wir haben uns gespoilert. Wir haben uns selbst, man könnte sagen, gespoilert. Nein, wir haben privat auf einem anderen Spielstand nochmal neu angefangen und einfach mal getestet und ausprobiert. Und wir sind auch ziemlich weit gekommen und haben einiges zu berichten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles zusammenkriege, aber das Spiel bietet wirklich viel mehr, als man ihm so in dem, was wir jetzt gezeigt haben oder so prinzipiell zutraut. Das muss man wirklich sagen. Also da ist wirklich viel mehr drin. Ich baue uns jetzt mal hier, komplette neue Rüstungen. Zwei Helme. Zwei Jacken aus Metall. Was fehlt denn jetzt? Carbonfaser. Ah, Mist, wir haben keine Carbonfaser mehr. Dann holen wir uns welche. Wir wissen ja jetzt, wo es welche gibt und dann einfach holen wir gibt. Uns welche. Genau, wir können uns welche besorgen. So, medizinische Injektion Stufe 2. Die braucht nur Terrasit. Da mache ich genau. Mal in der anderen Schmiede schmeiße ich das an. Da mache ich mal 20 Stück von. Oder 40. Ja, ich habe so 14, 15 Stück habe ich immer. Hm? Genau, dann so. Habe ich mit dem Essen, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich hake mal ganz kurz dazwischen. Hier beim Grill gibt es oben nämlich einen Rezepte-Button. Der ist ein bisschen klein im Gegensatz zu dem Power-Button zum Beispiel. Sehr unscheinbar. Und aus Elchfleisch und Bärenfleisch macht man einfach Spieße. Und die brät man an und die bringen halt richtig viel Nahrung. Man kann auch Pilze braten. Das gibt nicht ganz so viel. Und halt natürlich das Fleisch so an sich braten. Aber die Spieße sind halt ziemlich cool. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen verpeilt. Es gibt noch anderes Essen, so ein Fleisch-Eintopf, den konnten wir bisher aber nur finden und der ist auch richtig gut. Ja, das stimmt wohl. Die machen also wesentlich mehr, sättigen halt wesentlich mehr, ne? Ja, genau. So, hier kommen die medizinischen Spritzen raus. Ein paar Verbände könnte man noch machen. Wir haben aber medizinische das sind Stufe 2 Spritzen. Ah, die haben wir ganz viele gefunden. Verbände, brauchen wir nur Stoff für, mache ich mal ein paar von. Ja. Da ist Stoff, so. Dann haben wir ein cooles Fahrzeug gebaut. Dachte ich, das wäre eine Reparaturwerkstatt, aber eigentlich ist es wie so ein gigantischer 3D-Drucker, also wirklich gigantisch groß. Und dann ist leider das Auto kaputt gegangen. Ja, so hätte ich es jetzt auch ausgedrückt. Ja, ne? Jule hat die Karre in den Teich gefahren und dann hat sie angefangen zu brennen und ist explodiert und wir sind beide gestorben. Ja, aber das war Zufall. Und ja, genau. Ja, ja. Ja, genau, wir haben in dem Spielstand nämlich dieses Schiff da, was da ab und zu landet, überfallen. Jetzt ist auch eins da. Na gut, man sieht es leider nicht so gut gerade, weil es so regnet und neblig ist. Und wir haben das ganz schnell auseinandergenommen. Man hat nämlich nicht viel Zeit. Und da war halt eine Box drinnen. Und dann ist dort der andere Schlüssel. Also sieht aus wie ein USB-Stick im Prinzip. Aus der Versorgungskiste hier, die da hinten auch raucht, die man gerade sieht, da ist ja Teil 2 drin. Wir brauchen Teil 1. Jo, bleib mal kurz stehen. Ich bleib stehen, ich beweg mich nicht. Hi. Ich geh nochmal zurück. Ich komm mit. Ich wollte es nur zeigen. Auf jeden Fall haben wir das dann in der Werkbank zusammengesetzt, das Ding. Und man kriegt da so eine super duper Karte raus. Und dann sagt einem die, wie heißt sie denn, die gute Dame? Hier. Vanessa. Vanessa erzählt uns dann, wir müssen zum Chemielabor und wir kriegen dann, wie hieß das Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Es hat einen ganz komischen Namen. Sieht aus wie eine Schatulle. Weiß ich jetzt auch nicht. Wir kriegen, Diffuser? Wir haben irgendwo die verschlüsselte Karte und in dem Raumschiff da oben bekommt man den ersten Teil dazu, ne? Genau, ja. Und die kann man dann zusammensetzen. Und wenn man die zusammengesetzt hat, bekommt man eine Nachricht von Vanessa, genau so heißt sie,
dass man in das Chemielabor muss, um dann da, ich glaube, irgendwas, genau, wir brauchen den Dekodierer aus dem Chemielabor. Und das ist Genau. eine richtig coole Instanz. Die haben wir halt heute Mittag gespielt. Das hat echt Spaß gemacht. Und das werden wir jetzt, denke ich mal, auch mal machen, ne? Na klar, Also, wir rocken das. das war schon richtig cool. Ja. Es hat wirklich Spaß Also es gemacht. war halt so mit Mechaniken eingebaut. Es war nicht einfach nur stumpfes Durchballern. Man musste ein bisschen sich koordinieren und das fand ich echt cool gemacht. Wir haben mehr oder weniger durch Try and Error haben wir das herausgefunden, was wir da tun müssen, was wir machen müssen. Und das lief echt cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Das war wirklich eine coole Angelegenheit. So, Dann, was wir nicht so cool fanden, wir sind dann halt auch ein paar Mal gestorben. Und wir haben immer prozentual Sachen verloren, obwohl das Safe Place ist. Also ihr seht schon, der Jones hat das hier erhöht. Überall, wo so grün umrandet ist, ist ein sicherer Platz. Und wenn ich tot bin, dann behalte ich die Sachen nach meinem Tod. Ah, aber die Menge kann abnehmen. Da steht's ganz klein. Und so ist es leider auch. Das Doofe ist, wenn du wenig Fleisch hast oder keine Ahnung, irgendwas, dann ist es ganz weg. Und wir sind halt respawned und wir haben gemerkt, so, es fehlen Spritzen, es fehlt genau. Munition. Es war immer so, weiß nicht wie viel Prozent, 20% kommt das hin. Ich hatte 1250 Schuss und ich hatte ungefähr 900. Ja, so 20% oder so waren weg, Ja, ja. also das solltet ihr bedenken, falls ihr das Spiel mal spielen möchtet und ihr sterbt. Solltet ihr bedenken, dass dann doch einiges einfach weg ist, was vielleicht durchaus sehr ärgerlich ist. So. Achso, Spritzen habe ich eigentlich genug. Ich habe genug Spritzen. Ja, du kannst ja rauspacken. Ja, ich packe die hier in die Kiste, in die Safe-Kiste noch mit rein. Ich habe dann nachher auf jeden Fall eine richtig coole Waffe gehabt. Die hat ordentlich Damage gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir die her hatten. Haben wir die hergestellt? Haben wir die gebaut? Wieder. Wir haben die Sniper gefunden. Ja. Die war im Chemielabor beim Endgegner, beim Endboss. Das Sturmgewehr in Und Lila haben wir gefunden. Nee, was haben wir? Doch, nee, das Scharfschützen-Energiegewehr. ja, das war ja die Sniper. Das Das ist die Sniper. Ding ist Und genial. die war schon richtig cool. Oh ja. Die Schrotflinte haben wir gebaut. 30 und 20, die bräuchte ich. So, jetzt müssen wir mal gerade noch mal gucken. Ich steige mal kurz ins Auto. Das ist fast leer. Batterien sind aber hier in der Kiste. Und wir hatten dann ein kleines Motorenproblem. Da Ja. solltet ihr immer genug haben. Genau, ihr braucht also immer Motoren und Batterien herzustellen. In welcher Kiste sind denn die drin? Hier in Elektro. Unten sind drei Stück drin. Okay, das ist ja schon mal Nee, das kommt da nicht rein. ein bisschen was. Also die Karre ist jetzt voll im Moment. Ah, wir haben hier aber ganz viele Motoren, sehe ich gerade. Cool, warte mal, Terrasit brauche ich dafür. Dann baue ich uns vorsichtshalber noch welche auf Vorrat. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Fahrzeugenergie. Wenn wir noch ein paar hätten. Also ansonsten habe ich eigentlich alles. Ich wäre sozusagen startklar. Ready. Ja, gib mir noch einen Moment. Habe ich das jetzt rausgepackt? Nee, du isst was. Okay. Nee, ich hab gerade so ein Steak inhaliert, ne? Mach mal. Mit einem Happen runtergeschluckt. So, Also wir warte. hatten auch schon legendäre Rüstungen, ne? Wir hatten halt wirklich heute Mittag in unserem Privatspielstand, achso, die kann man hier nicht zeigen, da muss man an die Werkbank. Wir hatten hier Terrasite den Metall. Hochhelm aus veredelter Metalllegierung, hier die gelben Sachen, ne? Also die Legendary Items, Ja. die haben wir uns bauen können und da seht ihr, da braucht ihr dann hier diese Super Teleobjektive, ihr braucht hochwertiges Metall und ihr braucht hochwertiges Terrasit. Und das kannst du nicht herstellen, das Zeug hier. Das Nein. kannst du nur in der Instanz finden. Ja. Und die Rüstung, die sieht mal richtig cool aus. Hat so ein bisschen was von Halo Fallout. und Quake Ja. 2. Und Fallout so ein bisschen auch. Also sieht. Ja. Das sieht echt cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Power-Rüstung fast schon, ne? Ja, So aus genau. Fallout, so in die Richtung geht Ja. das. Gut, wo wollen wir hin? Ist Ich würde aufgeladen. sagen, Wir wo müssen den sind wir? eher Wir noch sind reparieren, ha?
Ja, kaputt? So, ein bisschen. Ganz schön eigentlich. Okay. Was brauchen der? Zum Das steht da Reparieren. nicht. Schaden reparieren. Nicht mehr möglich. Warte mal. Ich guck mal, ob ich es trotzdem machen kann. Ich weiß aber nicht, was ich da brauche. Ups, ne? Ich nehme mal das mit. Ich nehme den mal. Schon mal repariert. Und ich nehme mal davon ein bisschen mit. Bin mir gerade nicht sicher. Ich probiere mal. Ich habe jetzt irgendwas mit. Lass mich mal durch die Tür hier. Mit Reifen habe ich den damals mit Reifen habe ich den repariert. Mit Reifen? Okay, ja, also ich habe jetzt Material in der Tasche, aber Ecken hast du bereits? Fahrzeugverwaltung? Metall und Stoff, warte mal. Haltbarkeit. Schaden reparieren, aber da steht halt nicht da, was. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Bei manchen Sachen steht das halt nicht da, was man braucht, um das zu reparieren. Warte mal, kannst du mal ein Fahrzeugreifen herstellen? Brauchst nur Stoff und Metall. Ja. Teile. So, wie viel Munition crafte ich denn hier noch? Wie viel habe ich denn hier noch? Noch 78, ne? Das ist ein bisschen viel. Also ich habe jetzt ganz viele Batterien dabei, ja. Ja, das ist schon mal 2, gut. 2, 4, 6, 8, 12 Batterien. So, wie viel Munition haben wir? Brauchen wir eh nicht. Ich pack mal ein paar runter. Das sind jetzt fast 900 Schuss. Ja, ich habe auch richtig viel. Und was er auch ganz komisch macht, er macht nie 100er Stacks voll, ne? Er macht immer so 96, 89, ja. Ja, man muss die dann einfach aufeinander ziehen, ne? Ja, du musst es immer zurückziehen. Also das passt. Er füllt den Stack nicht auf, sondern macht stattdessen einen neuen Stack. Ja. Wenn das Gecraftete zu groß ist. Wie viele Reifen habe ich? Ich guck mal. Ja, wenn du einen Reifen hast und dann F gedrückt halten und dann reparieren. Vielleicht geht das. Achso. Nee, nicht mehr möglich. Okay. Dann ist er bald kaputt, aber wir haben einen Reifen. Brauche ich einen Reifen oder zwei, um ein neues Fahrzeug zu haben? Ein Reifen. Dann haben wir ein Epetto. Okay. Ja, sonst nehmen wir uns einen neuen Jeep irgendwo. Aber es ist gerade kein Auto da, ne? Wir müssten irgendwo hingehen. Ja. So, das hier können wir jetzt abbrechen. Wo, Schmeißen wir das noch da rein. Und dann haben wir auch auf jeden Fall genügend Munition hier. Das sind die besseren. Wir können uns ja ein neues Auto holen. Ja. So. Und dann würde ich sagen, wir sind jetzt ganz da oben im Norden. Satellitenstation. Ich würde sagen, wir fahren mal da zu dem, ziemlich genau im Zentrum der Karte ist doch der kleine Kreis. Wir machen mal die kleine Instanz. Lass mal die kleine Instanz da machen. Da waren wir drin, das war auch richtig gut. Das ist auch cool, da bekommt ihr auch so richtig hochwertige Sachen schon. Ja. Raumschiff ist keins da, von daher. Nee. Achso, und das Fahrzeug kriegt übrigens keinen Schaden, falls ihr so von so einer Klippe runterspringt. Nee. Nee. Aber wenn ihr so gegen so einen kleinen Felsen dagegen ballert, dann kriegt das Damage. Ja. Da steht ein Jeep, guck mal. Da steht ein Jeep. Dann kann ich ja. Können wir ja dann bei Gelegenheit reparieren. Ist ja direkt hier bei der Base. Okay, ja. So, dann fahren wir mal dahin. Und nehmen das Ding auseinander. Nein. Ah, ich wollte mal hupen. Nee, ich habe gerade die Minikarte gezoomt. Du kannst beim Fahren Steuerungstaste gedrückt halten, dann hast du einen Mauszeiger und dann kannst du die Minikarte zoomen. Ah. So, okay. Auf in die Danger Zone. Ja, hupen, ne? Linke Maustaste, wenn ihr fahrt. Genau, hupen. Immer schön links drücken. So, und dann biegen wir hier rechts ab. Genau.
Ihr auf dem Waldweg, Gefahrenstufe 3. Was wir nicht nochmal probiert haben, waren diese Instanzen mit der Schlüsselkarte. Da haben wir erstmal... Ja, das haben wir erstmal kurz auf Eis gelegt. Ja. Also auch ohne Raketenwerfer und so brauchen wir da, glaube ich, gar nicht rein. Nee, nicht wirklich. So, hier gibt es auch viel... Und ein Fahrzeug. Und hier gibt es auch das rote Terrasit. Jo. Das ist direkt abbauen. Ich nehme ein bisschen was mit, klar. Okay. So. Dann nehmen wir uns das und dann gehen wir auch direkt in die Instanz rein. Ich liebe diese Waffe. Lang fackeln. Das war der, den wir von zwei Seiten bekämpft haben, ne? Genau, ja. Da kannst du ja dann gleich nochmal kurz was sagen. Was ist denn eine Markierung? Da ist eine Markierung. Ja, ja, wir müssen hier rein. Hier. Genau, da ist ein Boss. Dann gehen so zwei Wege da rein. Und kurz bevor man in... Ich weiß gar nicht, wo ist jetzt hier? Wo ist das zweite? Zweiter Eingang. Hier ist der zweite Eingang. Okay, und kurz bevor es, also in der Mitte ist dann offen, wie so eine Rundel, wie so eine Arena. Und davor ist aber nochmal ein Felsen oder eine Säule, die, genau die hier, ne? Und da drin läuft ein riesengroßer Typi rum, der hat so ein, das sieht man gleich, so ein, wie so ein Tornister auf dem Rücken. Und wenn er den abschießt, wenn der abfällt, dann explodiert der. Der schickt aber, der holt immer noch so kleine Typis ran, die sind ein bisschen gepanzert. Und der schießt, ja. Der kann fliegen, der schießt Raketen, der schießt Energiefelder oder so Plasmastrahlen zu euch. Also der ist schon. Genau. Der ist schon also nicht so nett. Der Trick ist, man geht nicht bis ganz da rein, sondern man bleibt da an dieser, hier an der Säule hier. Da bleibt man stehen, da kannst du ganz gut in Deckung gehen. Der schießt so relativ langsame Plasmastrahlen ab. Den kann man ganz gut ausweichen. Und sein Wunderpunkt ist hinten auf dem Rücken der Kofferraum. Da schießt er schon. Okay, habe ich nicht noch gerade gesagt, den kann man gut ausweichen. Sollte man das auch tun. Ich mache mal Salve. Ah, diesmal lenkst du ihn ab, ne? Und siehst den Kanister. Ja, jetzt fliegt er. Sieht grad nix. Da ist er. Den musst du abschießen. Und da hat er jetzt einen Typen geholt. Aua. Bin tot. Ich hab so viel gefressen. Bin gleich wieder da. Wo ist denn der jetzt hin? Der muss irgendwo bei mir sein. Oder ist er weg? Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Er hat sich irgendwie da verkeilt oder so. Okay, so war das jetzt nicht geplant. Hast du einen Daumen gekriegt? Oh, hier explodiert auf jeden Fall gerade alles. Okay. Ja, er ist down. Und hier ist immer noch dieser Soundglitch. Also man hört hier immer noch was rumwatscheln. Obwohl der nicht mehr da ist. Also das ist ein Soundbug. So. Der Reifen ist weg. Also du liegst hier. Okay. Und der droppt dann, dieser Boss, der droppt irgendwo so einen kleinen Kern. Der müsste hier irgendwo liegen. Sieht man relativ schlecht. Hier, das Ding hier, ein Juggernaut-Kern, und da drin findet ihr dann unter anderem eine Kampfklinge, diese hochwertigen Zylinder hier, hochwertiges Metall, super Teleobjektive und auch feines Terrasit. Wo bist du denn gerade? Du bist noch einen Kilometer weg. 900 Meter unterwegs. Ich renne schon wie Sau. Beeile mich. Dann,
Der Juggernaut-Kern ist gerade despawned. Was ist wesentlich? Der Kern ist gerade despawned. Hast du den Loot rausgenommen? Nein, ich bin noch mal raus aus dem Kern. Ich habe ihn nicht gelootet, weil ich gucken wollte, wie weit du weg bist. Egal. Und damit du das eventuell auch noch zeigen kannst. Und in dem Moment, wo ich wieder drauf gucke, despawnt der blöde Kern. Nein. Ist nicht schlimm, wir machen die anderen jetzt einfach auch noch. Okay. Ah, lootet doch das. Ich kann das beim nächsten Mal zeigen, bis ich bei dir bin. Ach, halb so wild. Halb so schlimm. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Ich sterbe und du machst ihn kaputt. Genau. Also heute Mittag hat das irgendwie, ging das relativ easy. Warum es jetzt so jetzt auf die Schnelle gerade nicht funktioniert hat, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, war wahrscheinlich zu weit vorne. Was, ja, was dir da passiert ist. Ja, man darf halt nicht vergessen, wir hatten da, glaube ich, auch schon bessere Rüstung an. Ne? Wir haben jetzt keine Hosen an, ne? Oder keine Schuhe, irgendwie so. Ich weiß ja, gar irgendwie. Nicht. Aber hier gibt es halt jede Menge hochwertiges Terrasit-Vorkommen. Sollte man dann natürlich alles abbauen, wenn das schon mal hier so nebeneinander liegt, das Zeug. So, und den Fertigkeitspunkt, den vergeben wir dann gleich irgendwann. Ich glaube, das dauert eine Stunde. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Respawn in einer Stunde. Kann sein. So, noch mehr Terrasit. Ich bin gleich da. Ja, kein Stress. Alles gut. Sehe ich drei Säulen. Eine rote, eine gelbe und eine rosane. Na, die gelbe ist bei mir. Achso, warte mal, die gelbe ist doch meine Markierung noch, ne? Ja, okay, jetzt sind zwei. Deine Markierung und meine Leiche. Ja. Da liegt Jule. Liegt wieder nur rum. Ja. Ich chill meine Base. Ja, ich sehe das. Hier liegst du ja gut. Jo. Ja. Find's gut. Hä? Da gehst du da einfach drauf. So, ja. Wir gucken in der Zeit mal kurz hier rein und setzen uns hier noch einen Punkt auf schnelles Nachladen. Oh ja. Dann haben wir das auf Stufe 3. Da bist du ja. Ja. I am back. Ja. Wie ist denn? Hier rein. Ach da. Na dann, loote dich mal selber. So. Huch, der Helm ist weggegangen. Und das Rad war da auch noch drin. Okay, das Rad und die Klamotten bleiben bestehen. Genau, also wir haben auch hier am Server die Einstellung geändert, hier mit diesen Safe-Slots. Ich habe die auf 30 hochgesetzt, damit ist fast das ganze Inventar dann noch drin, wenn man stirbt. Weil das doch ein bisschen an den Nerven gezerrt hat letztens. Ja, wir sind zu oft gestorben. Ja, das war dann doch ein bisschen zu heavy. Und haben wir dann gesagt, okay, wir stellen es ein bisschen einfacher ein. Man will ja auch was zeigen, also... Ich meine, ich sehe dieses Let's Play hier auch eher als so ein Try and Error an, ne? Das ist so. Ja. Wir gucken einfach mal rein und schauen mal, was so geht. Da. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren direkt runter nach Süden und versuchen den zweiten, wa? Ja, gerne. Da einigermaßen. Was auch gut ist, einigermaßen fix hinkomme. Ihr habt ja dieses Tagebuch hier und in diesem Tagebuch ist sehr, sehr, sehr viel erklärt. Also von den Ressourcen, dann steht da, wenn ihr, keine Ahnung, Steine und so, wenn ihr nämlich da draufklickt, dann wird die Karte geöffnet und ihr seht, wo ihr das findet. Ja. Oder Materialien, die sind natürlich geordnet nach gewöhnlich, ungewöhnlich, ne? Die haben dann hier so Farben.
ob ihr das herstellen könnt, ob ihr das finden könnt. Und wir hatten dann halt diesen Juggernaut gesehen, den wir gerade getötet haben, und diesen Zyklopen. Den Zyklopen haben wir noch nicht gefunden. Der wird wahrscheinlich in irgendeiner großen Base sein. Vermutlich, ja. Genau. Und dann seht ihr, was dieser Zyklop droppt. Ein Zyklopenauge zum Beispiel. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Ach, hier für eine tödliche Energienahkampfwaffe. Und Energiekerne, wo das zum Beispiel drin ist. Und dann seht ihr hier auch, also bei manchen Items oder bei sehr vielen Items, seht ihr, wo das dann zu bekommen ist auf dieser Karte. Und bisher ist die Karte ja mehr so eine kleine Insel, die ist noch nicht groß. Wir vermuten, dass das alles noch viel größer wird später. Aber ja, da können wir ja selber nur orakeln. Hier ist übrigens der Fleischeintopf. Ach, der wird nur im Kühlschrank gefunden. Okay, der Fleischeintopf wird wirklich nur im Kühlschrank gefunden, sehe ich gerade. Fleischpastete haben wir gefunden und Fleischeintopf. Genau. Ja. Alles gut? Ja, wir sind da. Wir sind da. Hier drin. Oder wo geht's hier rein? Gute Frage. Hier vorne. Hier vorne. Ups. Da, oder? Post. Wieso habe ich jetzt Post? Neue Nachricht. Hier geht's nicht rein. Einrichtung. Geolabor oder was? Chemielabor. Achso. Ja, das ist doch hinten links. Das muss hier hinter uns sein. Ich lauf mal rum. Ist mal was. Er kann ja auch rumfahren. Ja, du fährst rum, ich laufe. Na dann. Musik fängt an. Mal. Bei mir kam jetzt hier epische Musik. Ah, hier geht's rein. Jetzt hört sie wieder auf. Hier geht's rein. Okay. So, ein versteckter Scharfschütze ist hinter dir her, sagt Vanessa. Oh nein. Gibt's hier auch zwei Eingänge? Bestimmt. Ja, hier ist ein Eingang. Okay. Na dann. Auf ein neues. Wo ist er denn? Du schießt schon. Aber der bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht. Der ist verbuggt. Oh. Echt jetzt? Der ist verbuggt. Ja, der ist irgendwie bei. Was? Der brennt schon, ne? Ja, der explodiert durch. Oh, schade. Ah, da willst du einmal was zeigen. Ja. So, diesmal darfst du auch looten. Oh, danke schön. Ich sehe noch nichts. Da ist der Juggernaut. Irgendwo muss der Kahn. Super Objektiv, hochwertiges. Und Schrotflinte war drin. Willst du eine haben? Nö. Ich habe ja eine hergestellt. Nö. Nimm du mal die Schrotflinten. Du kannst da besser mitschießen. Oh. Danke. Ich fasse das als Kompliment auf. Siege den Scharfschützen. Ja, das haben wir auch gemacht. Das ist eigentlich nichts. Nee. Wildes, irgendwo oben auf einem Turm steht ein einzelner Gegner und den musst du da wegschnatzen. Ja, das war, der hat nicht mal zurückgeschossen und der ist runtergefallen, aber ich habe ihn nicht gefunden, weil ich dachte, man könnte ihn looten oder man kriegt das Gewehr, aber ich habe ihn nicht gefunden. Vermutlich bekommt man das auch, ne, wenn man den findet, weil muss ja irgendwie Sinn machen, die Quest. Ne? Ja, also der für einen Scharfschütze. Ich habe ihn schon gesehen, er hat mich, glaube ich, auch gesehen, aber er hat weder geschossen noch irgendwas anderes gemacht. Er stand einfach nur oben. Und man sieht ihn auch ganz gut. Sieht auch aus wie ein Spieler, also so wie der Jones mit so einem Helm. Ja. Und, ja. Hm. Naja. Keine Ahnung, wo der Scharfschütze ist. Ja, gut, das war jetzt blöd, dass der hier verbuggt war. Aber. Shit happens, ne? Ist halt gerade doof, ja. Naja, was soll's. So, wo steht die Karre? Weiter links, oder? Ja. So, also wir haben noch halb voll. War ich jetzt? Gekönnt. Ja, nee, ich fahr. Nee, du fährst. Wollen wir dann noch den dritten machen?
Jetzt fahre ich wieder. Ich steig doch mal aus. Ja, ja. Steig ein. Aber es ist egal, wo du einsteigst. Ich muss Munition machen. Kann ich Munition machen? Nee, kann ich nicht. Das ist echt doof mit den Stacks. Weil dadurch, dass der nicht volle Stacks herstellt, hast du immer manchmal einen Platz, der belegt ist. Obwohl da, ja, das zusammenstacken könnte. Muss man immer wieder selber zusammenschieben alles. Ja, ist manchmal irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ach, ist das da? Das ist das Ding, was zu ist, ne? Da müssen wir hier rüber. Da ist der Staudamm dahinter. Ah, okay. Hm. So, und hier hatten wir doch irgendwo, hatte ich doch irgendwo die Karre versehentlich auf die Seite gedreht. Hier an dieser Kante. Ja, ja. Ja, die kommt jetzt ein bisschen. Hier ist so eine Kante. Aber. Irgendwo hatte ich das Auto auf die Seite geschmissen. Hier fehlt auch gerade irgendwie Büsche und sowas. Egal, es muss so sein, wahrscheinlich. So, warte mal, ich guck mal kurz. Baum. Ich würde gerne versuchen, Querfeld einzufahren, aber das wird wohl kaum gehen. Hier steht so ein Auto, kannst du gerade looten, wenn du willst, für den Motor. Ja, mache ich. Sehr gut. So. Jo. Dann müssen wir hier ein Stück nach Süden, runter auf die Straße und dann nach Westen. Naja, genau, um da anzukommen. Und dann mal schauen, ob wir hier, ob wir dann da hinkommen. Mann! Oh, blöde. Blöde Steuerung hier, ey. Ja, ja. Ja, die ist manchmal echt ätzend. Da lag gerade so ein Hoverbike. Ja, nicht Dreck. Schlimm. Also ich finde, von diesen verrosteten Autos und so könnte ruhig ein paar mehr geben. Na, du kannst ja das hier kaputt schießen, dann ist das ein verrostetes Auto. Ah gut, aber was da gerade lag. Eigentlich viel mehr so hier rumliegen. Ja. Aber die dürften dann nicht jeder irgendwie so viel Loot geben. Müsste mehr random dann sein. Ja, okay. Ja. Ja, ich meine, wir sind hier auf der Erde, hier müsste alles voll sein mit Autos. Hier müssten ganze Schlangen stehen. Von den Autos. Oder nicht? Ups, das war kurzer Spiel. Oh Mann, das sah jetzt krass aus. Ich habe gerade für einen Frame durch die Welt geguckt. Ach so, okay. Ich hoffe, dass ich nicht gleich wieder rausfliege oder so. Da ist ein Auto. Warum rennst du denn immer gegen die Karre? Weil ich aussteige und mich gleich drehe und dann knallt. Ja, klasse. Und was ist dein Hobby so? Oh, ich laufe vor Autos. Ja. Ja, klasse. Ja. Sehr gut. Kann ich gut. Weiter so. Ja. Hey. Es brennt schon, muss nur warten. Ja, so, kannst das auch noch looten. Mach ich. Also mal deinen Strahl da dran halten. Ja. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Ist egal. Und jetzt kann ich auch Munition herstellen. So. Na denn? Na denn? So, dann tuckern wir mal hier weiter. Ich meine, hier ist ja alles aus Metall, ne? Eigentlich müsste jede Ampel zerlegen können, ne? Ja, du kannst, genau, das finde ich auch nicht so toll, dass du die Umgebung halt nicht kaputt machen kannst. Du kannst kein Holz, gut, vielleicht brauchen wir das sowieso nicht. Aber alles, was so aus Metall ist, kannst du gar nicht zerlegen, nichts davon. Ja, weil man muss die ganze Zeit Metall sammeln, aber alles, was aus Metall ist, kannst du nicht kaputt machen. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja, vielleicht ist das besonderes Metall.
Ach so. Das gibt es nur bei den Robotern oder speziell. So. Ja, und ganz bestimmte Erzbrocken. Die gibt's auch nicht überall. Nee. Ah, da, okay. Nee, jetzt bin ich falsch gefahren. Nochmal dahinter. Wir müssen eins weiter nach rechts noch. Genau. Ach, da landet gerade eins oder hebt das ab. Wo denn? Das landet gerade zu, aber das ist weit weg. Das ist weit weg. Ach so. So, da vorne müssen wir hin. Och, schon wieder. Also bei mir ist ganz oft das Spiel, wenn du mein Let's Play sehen solltest, ganz oft so ein Frame weg. Okay, interessant. Das sieht echt krass aus. Vorsicht, ein versteckter Scharfschütze sitzt da oben und grillt sich eine Bratwurst. So, durchladen. Ein Scharfschütze. Wo soll der sein? Ach, da hinten. Du schießt schon. Ich suche mal gerade den anderen Eingang. Oder wir machen ihn so. Wehrt er sich? Ja. Ja, tut er. Hier, ich hab ihn, den Juggernaut. Also ist nochmal die Schrotflinte drin, zwei Superobjektive, hochwertiges Metall, hochwertige Zylinder, ich nehme alles mit. Alter, das ist laut. Oh. Hast du alles? Ja, alles mitgenommen. Aber sollen wir das Terrasit nicht abbauen? Ach so, kommst du da durch? Ja klar, kannst auch hier einfach weitergehen. Okay. Ne, ich kam gar nicht durch, es war wie zu, Kollisionsabfrage ohne Ende. Schade, dass man hier diese Roboter nicht looten kann. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Ja, weil die bestehen ja auch auf irgendwas. Denke ich mal. Ah. Eigentlich sollten sie ja aus irgendwas bestehen. Sie sollten aus irgendwelchen Teilen bestehen, ja. Ansonsten wären es ganz schöne Hohlbirnen. Pappmaché. Ja, so. Pappmaché-Roboter. Wir hatten uns auch, Oh. Ich glaube, mein Fisch ist fertig. Ja, gibt gleich was zu essen. Sehr gut. Ja, Jula hat sich mal was gemacht, das klingelt gerade an der Tür. Ja. Sozusagen. Wir hatten uns zum Beispiel auch so ein Hologramm gebastelt und Rauchgranaten und Splittergranaten, aber irgendwie war das nicht so... War nicht so der Burner. Nee, gar nicht. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Ja. Nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Also Chemielabor, beziehungsweise mal gucken, was wir noch an Sachen herstellen können und dann ins Chemielabor oder so. Ja, und das Schiff überfallen. Und das Schiff müssen wir überfallen, genau. Das müssen wir vorher machen. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.